jedes Mal aufs Neue. Entgegen jeglicher Vernunft, entgegen allem Schmerz und jeder Angst. Ein Sport, der alle Sinne schärft. Die Rede ist von Motocross. Vom 18. bis 19. August traf auch heuer wieder die Elite dieses sensationellen Sports am Meerenbacher Güppel aufeinander. Ich habe mit 3 Jahren angefangen und ich bin jetzt 11 Jahre. Ja, die Geschwindigkeit, die Sprünge, das ist einfach voll klasse. Ja, spannend ist natürlich die Zweikämpfe. Mit 40 Mann am Start stehen und noch wissen, es geht in einer Kurve zusammen. Und ja, spannende Zweikämpfe, coole Sprünge und ja, Rennen fahren. Nichtsdestotrotz, das Verletzungsrisiko ist enorm. Also letztes Jahr war wirklich ein schlechtes Jahr für mich. Ich habe mir alle 2 Hände gebrochen gehabt im Sommer. Also es war wirklich nicht lustig. Die Schulter habe ich auch schon einmal gebrochen gehabt. Fänger waren schon ein paar hin. Rippen waren auch schon ein paar gebrochen, also ist wirklich ein gefährlicher Sport, aber mittlerweile gewöhnt man sich dran. Im Spital, die kennen wir mittlerweile schon. Eines der Highlights an diesem Wochenende war aber ohne Zweifel die spektakuläre Freestyle-Show. Bei der Freestyle-Show geht es um Stunts. Es wird gesprungen, ca. 30 Meter weit und 10 Meter hoch. Es werden Backflips gemacht, Superman, also oder ohne Hände, das Motorrad wird auslassen in der Luft, Kopf über und sag ich mal, das Verletzungsrisiko ist ziemlich hoch. Die Wellen, wo du in der Luft bist, die ganzen Stunts, die ganzen Sachen, ich glaube, das ist atemberaubend, glaube ich, auch für die Zuschauer und auch für den Fahrer. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht auf jeden Fall. Ich habe das vor einer Woche auch in Spielberg beim MotoGP gesehen, so ein Freestyle. War wirklich sehr spektakulär, aber sind ungefähr 8 bis 10 Meter hoch gesprungen, angeblich auf jeden Fall. Ja. Die sind 12 Meter gesprungen und das auf jeden Fall noch spektakulärer. Also ich muss sagen, alle Achtung, dass man das da an so einem Platz sieht, das hätte ich nie erwartet. Das sind mutig, die Buben. Das musst du mal, die Rampen musst du mal sehen. Wir hupfen auch in Geländer umeinander, aber das ist der Wahnsinn. Der macht mit dem Motorraum mit einer Hand einen Überschlag, oder? Das ist ein Wahnsinn. Musst du mal probieren. Der Salto und nur was halt so Tricks gefallen, da wo sie festgehalten haben, bei dem Motorrad. Ich will mir jetzt nur ein Autogramm verlangen.